Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der MCV und es geht heute weiter mit den Designs. Lange Zeit kam ja nichts. Das letzte Minecraft Designs kam Ende Oktober, also zu Halloween. Schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Da waren ziemlich coole Designs dabei, passend zu Halloween. Wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Und ja, ansonsten, wie gesagt, es kam lange nichts. Wir hatten einfach keine Zeit. Es war jetzt nicht so, dass wir keine Lust hatten. Das ist nämlich ein Unterschied. Jedenfalls geht es jetzt weiter. Oh, und jetzt regnet es auch schon wieder, also stellen wir mal ganz schnell das Wetter um. Und immer wenn ich erzähle, dann mache ich irgendeinen Fehler da rein. Okay, so, jetzt geht's eigentlich los. Wie gesagt, ihr seht wieder 5 Designs, auf Anhieb seht ihr jetzt nur 4, ich werde das gleich erklären. Wie gesagt, das übliche Spiel, 5 Designs. Ich gehe darauf ein, erzähle ein bisschen was dazu und zeige das dann auch. Und ihr habt dann die Möglichkeit, das nachzubauen und dann ja Spaß damit zu haben. Ja, an der Stelle auch jetzt kein Shader-Mod. Ich bin da 1.7.2, also in der neuesten Minecraft-Version. So viel dazu und es geht auch schon los. Und das erste Haus, da habe ich jetzt auch was vergessen und das hat auch einen Hintergrund. Ich habe das nämlich in der 1.6.2 gebaut und musste dann die Features noch dazu nehmen. Und das habe ich vergessen leider. Also es sollte eigentlich gefärbtes Glas rein. Habe ich jetzt leider übersehen. Also hier, das war noch nicht so ganz fertig. Das war jetzt mein Fehler. Gut, jedenfalls, ach gut, vergesst einfach mal das Fenster. Es geht jetzt in diesem Moment hier nur um die Schirme und jetzt seht, wie das aussieht hier. Und zwar haben wir jetzt hier eine Sitzecke sozusagen und mit einem Tisch. Das ist ja nichts Besonderes an sich, halt hier mit einem Pisten, der nach oben zeigt. Und ich glaube, man hat es auch gerade gesehen, was hier der Knackpunkt ist. Und zwar habt ihr hier diesen Teppich in der Luft und das würde so nicht gehen. Deshalb ist jetzt hier der Trick bei der Sache, dass ihr hingeht und nehmt ein Seil, also eine Schnur, und legt die hier so drumherum unten drunter. Und wenn ihr das gemacht habt, da könnt ihr da Teppich drauflegen sozusagen. Also wenn ich jetzt mal hingehe, nehmt das mal, setzt das hier dran und dann kann ich auch noch hier das erweitern, indem ich dann hier auf die Hitbox gehe und setze dann halt. Und dann kann ich den Schirm erweitern. Ja, ich glaube sogar, ich habe mal so Schirme gezeigt in Minecraft Designs oder war es vielleicht bei McDonald's da hinten. Kann sein, also wir haben da hinten auf jeden Fall auch Schirme. Die sind jetzt so gestaltet, die sehen ein bisschen anders aus. Ich finde aber die anderen besser. Trotzdem habe ich mir gedacht, ja hey, das ist ein ganz netter Trick. Kann man hier auf jeden Fall Minecraft Designs zeigen. Das zweite Design ist das hier und ich lasse euch jetzt ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, was das sein könnte. Ja, ich glaube, ihr werdet jetzt nicht darauf kommen. Ein kleiner Tipp. Ist schon länger her, hat man schon lange nicht mehr so auf den Straßen stehen gesehen. Nein, es ist kein Zigarettenautomat, sondern es ist ein so ein Bubblegum-Automat sozusagen. Hat man so vor circa 13 Jahren so an jeder Straßenecke finden können. Ist es leider nicht mehr so der Fall, aber es ist auch nicht mehr so der Hit geworden, sondern man geht ins Geschäft und kauft das, ist ja ein Kaugummi. Trotzdem fand ich die Idee relativ lustig und zwar ist es jetzt hier so ein Ender. So ein Enderportal-Dingsbums und ich habe da noch ein Enderpearl reingelegt und dann steht das hier so ab sozusagen, da haben wir hier eine Verbindung und da müsst ihr nur noch gefärbtes Glas draufsetzen. Ich habe das jetzt hier im Rosa gehalten, weil das halt, ich glaube, die waren damals so in der Farbe. Ihr könnt da alles Mögliche nehmen, ja, also ihr seht ja, ihr habt ja jetzt genügend Auswahl, ja, ihr könnt auch braun nehmen, ja. Ich finde es halt nur sehr schade, dass man jetzt da nichts reinmachen kann, weil das wäre wirklich, das wäre dann der Gipfel des Eisbergs, ja, wenn man da noch so ein bisschen was reinmachen könnte, ja. Vielleicht kommt ja irgendwann im Minecraft-Design noch ein Zigarettenautomat, ja. Wer weiß. Ja, das dritte Design ist, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, wegen da hinten im Stadion. Das dritte Design ist ein Basketballkorb. Der sieht so aus, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe schwarzer gehärteter Lehm genommen, um hier die Säule zu ziehen. Ansonsten, ja, ganz normaler Boden, so wie er halt üblich ist. Sieht im Shader-Mod oder mit anderen Texture-Packs sieht das nun mal besser aus. Hier im Default, ja, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ansonsten zwei Treppenstufen aus netter Ziegeln. Die eine ist halt so gesetzt und die andere so unten dran, damit das so nach vorne geht schräg
Und ansonsten habt ihr halt hier eure Fläche sozusagen, wo meistens zu Bruch geht, wenn die sich da dranhängen an den Korb. Ja, wie gesagt, weißes Glas hier drumherum und in der Mitte schwarzes Glas. Es ist ja normalerweise so, dass da außen weiß ist, da kommt so eine schwarze Markierung, dann ist wieder weiß. Könnte man jetzt an der Stelle, jetzt wo ich mir so überlege, könnte man das vielleicht sogar realisieren, indem ich weißes Glas nehme, stell die Verbindung hierher und setze das da dran. Also so könnte es auch gehen, ja, aber das Problem ist halt, man sieht das jetzt nicht unbedingt. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also sieht so auch ganz gut aus, jetzt wo ich es jetzt so sehe. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist ganz nett, finde ich persönlich. Also mir gefällt sehr gut. Gehen wir einfach mal weiter zum vierten Design und ihr hört da schon ein Schwein grunzen. Das ist, wie gesagt, hier hat das mit dem Seil hier zu tun. Ihr könnt da auch ein Chicken nehmen, also ein Huhn. Das war so ein bisschen dumm von mir, also im Nachhinein betrachtet. Ein Chicken ist da ein bisschen intelligenter, weil das macht nicht so viel Krach wie das Schwein hier. Ansonsten soll das eine Guillotine darstellen. Ich laufe da einfach mal hoch. Also wir sind jetzt Frankreich, so in der Moderne. Also Mittelalter sind wir nimmer. Obwohl, war das Mittelalter? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im Mittelalter wurde er noch so gehängt. Ja, ich habe schon erwähnt, der Trick dabei ist jetzt vielleicht das mit dem Seil. Der Henker, der steht ja hier und der muss ja irgendwas machen, damit das ausgelöst wird. In dem Fall zieht er halt hier am Seil. Und um das zu realisieren, bin ich halt hingegangen, habe da jetzt so ein Schwein da reingepackt. Im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, ein Chicken wäre da doch schon ein bisschen intelligenter. Ja. Ja, das wäre das. Ach genau, ja, wie gesagt, hier mit diesen, ja, mit diesen Ambossen. Und auch, ihr seht, die eigentliche Fläche, also das ist also einen halben Block angehoben, ja. Also ihr seht, die stehen hier auf dieser Fläche, weil die kann man jetzt nicht so da draufsetzen. Ihr seht, da wäre dann so einen halben Block Luft, ja. Deshalb ist das Ganze angehoben, die ganze Fläche bis auf das hier, dass das so passt, ja, von der Höhe hier, ne. Jo, das wäre das gewesen. Und jetzt kommen wir zum letzten Design, das fünfte. 1, 2, 3, 4, 5. Und das fünfte Design ist jetzt nicht das Auto, sondern das Carport. Ja, das Auto habe ich schon mal gezeigt, wie das aufgebaut wird. Es sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, wegen dem Glas hier. Ich habe das jetzt mit Glas gemacht. Das Eis ist geschmolzen wegen den Lampen hier. Finde ich auch ziemlich schade, dass ich jetzt kein Shader Mod habe, um das zu zeigen, weil es sieht wirklich im Shader Mod sieht das wirklich richtig gut aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist jetzt nicht so viel dabei. Ich fliege einfach mal drumherum und zeige das, wie das hier aufgebaut ist. Von der Breite ist das, habe ich jetzt gar nicht gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke in der Breite. Und es sollten so 11, 12, 13 der Länge sein. Also das Auto ist 10 lang. Zählen wir einfach mal 11, 12. Ups. 13, 14 Blöcke in der Länge insgesamt. Ja, und ansonsten ist das ganz simpel aufgebaut. Ich habe jetzt hier eine Wand. Auf dieser Seite, die ist jetzt lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blöcke lang. Hier diese Wand. Ihr seht auch, ein bisschen Schimmel ist auch vorhanden. Auf der anderen Seite ist keine Wand hier. Also das ist alles offen, damit der Fahrer halt auch besser aussteigen kann. Und da ist mir vorhin der Knopf weggeschwemmt worden. Hui. Muss ich mal ganz schnell wieder dran setzen. So. Hier ist wie gesagt keine Wand, damit halt der Fahrer da schneller aus- und einsteigen kann. Ansonsten haben wir noch eine Beleuchtung, die ist jetzt elektrisch so in dem Sinn, also weil Closed Zone ist mir viel zu hässlich. Ist halt aber jetzt nicht ein- bzw. ausschaltbar, ja. Man könnte das ganz einfach machen, wenn man jetzt hier einen Hebel setzt. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ihr könnt das ja im Nachhinein machen, wenn ihr wollt. Ansonsten, wie gesagt, ist das Dach vielleicht noch eine Besonderheit. Ihr seht, das sind im Prinzip so drei Elemente. Ja, das erste Element ist das obere. Das zieht sich bis ganz nach vorne hier, weil das ja, wie gesagt, das endet ja schon hier vorne. Also hier, das wäre freistehend im Prinzip. Deshalb geht dieses erste Element bis hier vorne hin. Dann haben wir dieses zweite Element, das ist eins tiefer und das geht auch dementsprechend nicht so weit. Und das dritte Element ist das untere und das ist nur mal ein Stück kürzer. Ja, das ist von der Statik hier betrachtet, ist das ein bisschen realistischer, wie wenn das Dach bis nach vorne gehen würde und wäre dann freistehend, ja. Dann müsste man da wieder eine Säule hinmachen und das würde ich persönlich nicht so schön finden, ja.
Ansonsten, wie gesagt, die Lampe, ja, ihr könntet das natürlich auch so bauen, dass das, wie gesagt, an und aus geht. Das Problem ist dann halt hier mit diesen Toren hier, mit diesen Klappdingern. Ich kann es einfach mal zeigen, was da ist. Das ist dann ziemlich nervig. Wenn ich das jetzt wegmache, seht ihr, ja, was passiert. Und wenn ich das einschalte, ja, ist vielleicht sogar ein ganz cooles Feature, ja, so ein Klappdach hier. Ich persönlich finde es nicht so doll. Ja, also war nicht die Absicht, das ist eher so ein Verzierungselement, ja. Hui, okay, ansonsten wäre es das gewesen. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie so ein Auto aufgebaut wird, ihr könnt euch das auf Newcastle City anschauen, unserer persönlichen Map. Oder auch im, ich glaube, im vorvorletzten Design habe ich gezeigt, wie so ein Auto aufgebaut wird. Ist eigentlich ganz einfach. Ansonsten wäre es das gewesen. Wie gesagt, heute mal nicht im Shader-Mod, also völlig default heute gehalten. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuschauen, sehen uns das nächste Mal wieder zu einem Lava-Run und sagen Tschüss, bis zu einem anderen Video. Ciao.